So, jetzt zu den gekauften Artikeln habe ich jetzt auch noch den Stückpreis hinzugefügt. Und jetzt will ich meine den Gesamtpreis ausrechnen. Also zum Beispiel bei der Seife habe ich 2 Stück gekauft. Ein Stück kostet 49 Cent. Was kosten die 2? Jetzt, wie kann man mit Excel kalkulieren? Wir fangen mal ganz einfach an. Was passiert, wenn ich sowas mache? 2 mal 0,49. Eigentlich passiert da gar nichts, weil von Excel wird das als Text gesehen und daher passiert auch keine Kalkulation. Deswegen, wenn man mit Excel kalkulieren will, erste Regel ist, jede Formel muss mit einem ist gleich anfangen. Das heißt, ich muss ist gleich 2 mal 0,49. Jetzt, da kriege ich jetzt hier eine Fehlermeldung, weil das x, das normale Mal, das man in Mathematik benutzt, wird hier von Computerprogrammen gar nicht erkannt. Für Mal benutzt man das Sternchen. Ja, das heißt, ich muss dann so gehen. 2 mal 0,49. Okay, da habe ich meine 0,98. Ich könnte dasselbe hier machen. Ist gleich 1 mal 3,65 und so weiter. Ist gleich 5 mal 9,5 und ist gleich 3 mal 1,79 und ist gleich 6 mal 0,2. Okay, da haben wir jetzt die Preise kalkuliert. Ich kann das auch von mir aus zentrieren. Jetzt, die Formen sind korrekt. Es hat alles korrekt gerechnet. Nur, Formeln so zu schreiben, ist ein gewaltiger Fehler. Ganz einfaches Beispiel. Nehmen wir an, ich habe jetzt anstatt 2 Seifen, ich habe 10 Seifen gekauft. Der Preis hier stimmt jetzt nicht mehr. Ja, jetzt, der Preis ist noch für die 2 Seifen von vorhin, aber nicht mehr für 10. Hier, für 10 Seifen erwarte ich eine 4,90 Euro. Deswegen benutzt man, wenn man mit Formeln arbeitet, benutzt man nie solche Konstanten, solche fixe Werte. Man benutzt Zellbezüge. Das heißt, man benutzt nicht die 2. Ich schreibe mal die Formel hier an der Seite, dass wir die vor uns haben. Ja, die Formel muss so lauten. 2 mal 0,49. Oder in dem Fall jetzt 10 mal 0,49. So muss die Formel lauten. Allerdings, wenn wir jetzt die Formel neu beschreiben und wir benutzen hier keine festen Werte wie 10 oder 49, sondern die Zellbezüge. Das heißt, ist gleich. Wo ist die 10? Die 10 ist hier. Da klicke ich drauf und dann kriege ich den Zellbezug C2. Okay? Mal, wo ist die 0,49? Hier. Dann klicke ich auf die D2, den Zellbezug. Und so ist jetzt meine Formel fertig. Und jetzt habe ich meine 4,9. Der Vorteil ist, wenn ich hier jetzt was ändere, ändert sich das Resultat automatisch. Okay? Während vorher hat sich das überhaupt nicht geändert. Okay? Das ist da eine... Und so schreibt man Formeln. Immer mit Zellbezüge. Weil nur wenn ich Zellbezüge habe, kann sich das Resultat oder diese Kalkulation mit den neuen Werten aktualisieren. Jetzt eine andere Sache, die ich gemacht habe, ich habe jede Formel einzeln geschrieben. Jetzt, wenn ich jetzt hier 100 Artikel habe, da werde ich ja den ganzen Tag sitzen und nur Formeln schreiben. Deswegen hier, man schreibt nur eine Formel und man zieht dann runter auf die restlichen. Ja? Und jetzt sieht man, hier hat man C2 mal D2. Wenn man jetzt mal runter geht, hat man C3. Ja, und ich klicke dann hier, dann sieht man, welche Zellen, also es ist um eine Zeile nach unten verschoben. Dieses Runterziehen kopiert nicht nur, sondern ändert auch die Zellbezüge, dass es immer auf dieselbe Zeile deutet. Okay? Hier haben wir jetzt C4 mal D4, C5 mal D5 und so weiter. Und so werden Formeln geschrieben, immer mit Zellbezügen. Und das Schöne daran ist, wenn sich da was ändert, dann ändert sich die Kalkulation automatisch. Jetzt, was noch schön wäre, wenn ich hier unten eine Summe habe. Jetzt natürlich, ich kann die Summe auch so schreiben, ist gleich das da, plus das da, plus das da, plus das, plus das. Wäre auch richtig. Bloß, ich komme wieder her, die meisten Excel-Listen in der Realität oder in der Praxis haben 100 oder 200 oder vielleicht 1000 Einträge. Es wäre unmöglich hier, es wird zu lange dauern, so eine lange Form zu schreiben. Deswegen benutzt man eine Funktion. Und das ist die Summenfunktion. Wie die geht, ist folgendermaßen. Das ist das Symbol hier, Summe, das griechische Sigma.
Und wie man das macht, ist so, man markiert den Bereich, den man summieren will, und dann noch zwei Zellen dazu. Und dann geht man auf dieses Symbol. Und so ist es gemacht. Das Schöne daran ist, egal wie lang meine Liste oder meine Spalte ist, ich kann markieren, plus zwei Zellen und auf das Symbol. Jetzt, warum markieren und zwei Zellen? Weil ich würde immer empfehlen, zwischen der Summe und den summierenden oder die zu summierenden Einträge immer eine leere Zeile lassen, weil wenn man zum Beispiel die Daten sortiert, bleibt die Summe da, wo sie ist und wird nicht mitsortiert. Ja, deswegen empfehle ich immer eine leere Zeile zwischen Komponenten und dann die Summe. Ja, wie hier, wenn ich jetzt die Anzahl summieren will, markiere die Summe, die Teile, die ich summieren will, und dann noch zwei Zellen dazu und dann wieder auf das Symbol. Okay, und da habe ich dann 17. Okay. Ich könnte auch natürlich die Summe auch anders machen, und zwar indem ich nicht runterziehe, sondern nach links ziehe. Und da habe ich auch die 17. Und das kann ich dann löschen, das brauche ich gar nicht. Okay. Das sind also zwei Möglichkeiten, wie man hier die Summe machen kann. Und man kommt aus dasselbe Resultat raus. Okay. Also sehr, 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 sehr wichtig, dass man hier gewisse Funktionen benutzt, weil, wie gesagt, in der Praxis kann man unmöglich lange Listen mit Additionen summieren. Okay? Jetzt kommen wir noch zum letzten Schritt. Nehmen wir an, ich will jetzt die Daten sortieren. Ich will jetzt wissen, welches ist das teuerste Teil. Also, dann klicke ich hier. Einfach reinklicken. Ich muss nichts markieren oder so. Einfach nur reinklicken. Und hier hat man die Sortierung. Und man kann dann aufsteigend sortieren, also das heißt, der größte ist dann oben und der kleinste unten, oder absteigend. Aufsteigend heißt, der kleinste ist oben und der größte unten, oder absteigend, wo es umgekehrt ist, der größte ist oben und der kleinste unten. Ja, probieren wir mal absteigen. So haben wir jetzt den teuersten Artikel, das ist das Shampoo, und der billigste sind die Kiwis. Ja, und andersrum ist dann der billigste oben und der teuerste unten. Man kann es auch alphabetisch sortieren. Okay, so haben wir alphabetisch, oder nach der Nummer, dann haben wir wieder die ursprüngliche Sortierung von vorhin. Okay, und man merkt hier, wenn man sortiert, es wird nicht nur diese Spalte sortiert, sondern der ganze Datensatz, ja, die ganze Zeile bewegt sich mit. Weil wenn das nicht wäre, dann wäre die Sortierung Quatsch, weil dann verliert man ja die ganzen Daten, dann stimmen ja die Stückpreise mit den Artikeln nicht mehr. Okay.